Weltweit gibt es 4 Milliarden Hektar Wald, was ungefähr 31% der Landfläche der Erde entspricht. Und laut WWF werden durchschnittlich 13 Millionen Hektar pro Jahr abgeholzt. Das wiederum entspricht pro Minute in etwa der Fläche von 35 Fußballfeldern. Und das hat nicht nur einen negativen Einfluss auf das Klima, sondern auch auf einzigartige Ökosysteme, die zunehmend verschwinden. Auf der Klimakonferenz COP26 in Glasgow haben sich zuletzt nun 105 Länder darauf geeinigt, bis 2030 die Abholzung von Wäldern zu beenden. Und darunter ist unter anderem auch Brasilien, in dem sich ein Großteil des Amazonas-Regenwald befindet. Und um über das Thema Wald zu sprechen, ist heute einer der deutschlandweit führenden Waldexperten bei uns zu Gast. Professor Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Mit ihm gemeinsam wollen wir über die, wie er sagt, komplexesten Ökosysteme auf unserer Erde mit der größten Biomasse und mit der größten Artenvielfalt sprechen. Und wir wollen ihn fragen, in welchem Zustand sich unsere Wälder befinden, wie sich der Klimawandel auf ihre Gesundheit auswirkt, wie wir Wälder klimafit machen können und auch, ob das Bauen mit Holz wirklich so nachhaltig ist, wie wir denken. Querfeldein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Dann steigen wir vielleicht damit ein, dass du dich vorstellst. Mhm. Okay. Ja, ich bin Pierre Ibisch, bin Biologe und seit 18 Jahren an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung hier im Fachbereich für Wald und Umwelt zuständig für das Fachgebiet Naturschutz. Und das ist ja etwas, was mich schon lange antreibt, letztendlich der Naturschutz auf Grundlage von wissenschaftlichen Grundlagen. Da habe ich zuvor gearbeitet in diesem Bereich, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Da habe ich lange im Ausland gelebt und das ist etwas, was mich stark geprägt hat, so dass ich eigentlich so ein bisschen auch einen globalen Blick habe, sicherlich auch durch die Projekte, die wir betreiben, angewandte Forschungsprojekte weltweit. Wo hast du im Ausland gelebt? Ich habe tatsächlich insgesamt fast 10 Jahre in Bolivien gelebt. Das ist meine zweite Heimat da geworden. Im Grunde noch im Rahmen des Studiums bin ich da hingegangen. Und letztlich war das auch der Beginn der Beschäftigung mit Wäldern, beziehungsweise in dem ersten Falle einem Gebiet, wo es Wald hätte geben sollen, der aber weg war. Und okay. Wo genau die Frage war, ob man den wiederherstellen kann, etwa durch Aufforstung. Da können wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen. Das klingt ja schon mal spannend. Dann, um ins Thema einzusteigen oder um erstmal eine Grundlage zu schaffen, welche Funktion erfüllen denn Wälder? Wälder sind die komplexesten Ökosysteme, wäre erstmal meine Antwort als ökologisch denkender Wissenschaftler. Die Funktionen erfüllen selbstverständlich im globalen Ökosystem. Tatsächlich sind die an Land biomassereichsten Ökosysteme mit der größten Artenvielfalt im Schnitt. Es sind die Ökosysteme, die besonders stark auch ihren eigenen Standort beeinflussen und verändern, dadurch, dass sie existieren und leben und gedeihen. Und das macht Wälder schon sehr besonders. Das heißt, sie greifen ganz stark ein in den Wasserhaushalt, in den Landschaftswasserhaushalt. Sie interagieren mit der Atmosphäre. Und das sind selbstverständlich Funktionen, die dann auch für uns Menschen relevant sind und die wir so langsam begreifen als etwas, was wir Ökosystemleistungen nennen, regulierende Ökosystemleistungen, nicht? Ganz unabhängig davon, und das wird vielleicht bei manchen dann an erster Stelle stehen, dass der Wald uns auch, nicht, je nach Waldtyp und Kultur und Geografie, Materialien liefert, die zu unserem Wohlergehen beitragen, sprich Nahrung oder selbstverständlich vor allem auch Holz. Das ist dann so eine Ökosystemleistung zum Beispiel, dass wir praktisch den Wald dafür nutzen können, um Rohstoffe wie Holz zu erhalten. Ökosystemleistungen sind definiert tatsächlich dann als Funktion von Ökosystemen, die wir abgreifen für unser Wohlergehen
Und unterschieden werden aktuell drei große Klassen von Ökosystemleistungen. Mhm. Das sind die Versorgenden, das wäre irgendwie Holzproduktion, Pilze, Wildbret. Zweitens dann die regulierenden Leistungen. Das hat mit Wasser, Luft zu tun, Kühlung, Pufferung, Speicherung und so weiter. Und dann gibt es noch die kulturellen Leistungen, die selbstverständlich auch Bedeutung haben. Ich glaube, in Deutschland sind wir da auch ja besonders sensibel dafür, wo viele sagen würden, dass sie gerne im Wald spazieren gehen, sich da erholen und sie denken, dass ja dass der Aufenthalt im Wald zu ihrem Wohlbefinden und der Gesundheit beiträgt. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall dazu zählen. da muss ich aber auch daran denken, dass ja Wald eigentlich nicht gleich Wald ist. Also die Wälder, die ich spreche jetzt mal von mir, die Wälder, die ich hier in meiner Umgebung habe oder die Wälder, die ich kenne, sind ja wahrscheinlich alle bewirtschaftet. Gibt es denn noch so richtige Urwälder? Also vielleicht weltweit bin ich mir ziemlich sicher, aber auch in Deutschland? Immer weniger Urwald in dem Sinne, dass der Wald nicht vom Menschen ja beeinflusst wurde in seiner Entwicklung, wo keine Nutzung stattgefunden hat, wo keine Infrastruktur gebaut wurde. Das sind ja überwiegend Räume in den letzten großen Waldgebieten, etwa in den Tropen, in Amazonien. Mhm. Klar, da gibt es sowas in Bergregionen, irgendwelche entlegenen Bergwälder. Wären solche Urwälder gegebenenfalls auch in Europa tatsächlich dann in diesen Bergen eher zu suchen. Und in Deutschland würde ich sagen, tut man sich schwer mit Urwald jetzt in dem Sinne, dass da auch Ökosysteme sind, wo irgendwie alle Komponenten da sind, die dazugehören und alle Prozesse ablaufen. Weil ein Kriterium für einen richtigen Urwald wäre schon auch die Größe. Okay. Wäre die Größe zu nennen und tatsächlich sind gerade in Deutschland die Waldgebiete sehr klein, zerteilt, fragmentiert und es gibt schon Wälder, die, naja, so ähnlich aussehen wie Urwälder, aber letztlich eingebettet sind immer in eine ziemlich intensiv bewirtschaftete Kulturlandschaft, wo dann viele Einflüsse kommen, auch aus dieser Kulturlandschaft, irgendwelche Temperaturen, Emissionen und so weiter. Mhm. Ich würde sagen, wir müssten ein bisschen weiter nach Osten gehen, zum Beispiel in die Karpaten und dann werden wir besser lernen, besser verstehen, wie Urwald in Europa aussehen würde. Das ist was wir tun, zum Beispiel mit Studierenden jedes Jahr fahren wir in die Ukraine, um da so mit die größten Urwaldgebiete, die wir noch haben, in der Laubwaldzone zu besuchen. Wenn wir ein bisschen weiter östlich, nordöstlich gehen, Richtung Russland, der europäische Teil von Russland, wäre schon auch noch teilweise geprägt von dann eher so Nadelwäldern, borealen Nadelwäldern, die ja noch sehr natürlich sind. Aber auch da müssen wir sagen, klar, überall schnelle Ausbreitung von Straßen, von Nutzung, so dass das Urwald in Europa etwas ist, was immer seltener wird. Wird das auch zunehmend geschützt dadurch, dass es immer seltener wird? Oder ist es halt einfach was sich eigentlich entwickelt, ohne dass jemand darauf Acht gibt, sage ich jetzt mal. Also wir sehen jetzt schon lange selbstverständlich Bemühungen um den Schutz von alten Wäldern, von Urwäldern. Viele würden sich in Nationalparks finden, in verschiedenen europäischen Ländern, zum Beispiel in Rumänien, in der Ukraine, in Naturschutzgebieten, Biosphärenreservaten und so weiter. Das ist schon weit fortgeschritten, aber es gibt schon auch immer noch alte Wälder, die urwaldartig sind, weil der Mensch dort niemals genutzt hat und niemals irgendwie die Waldentwicklung beeinflusst hat, außerhalb von Schutzgebieten, etwa in der Ukraine oder Rumänien und wo in der Tat auch jetzt noch Nutzungsdruck herrscht und ja, wo genau jetzt auch gekämpft wird darum, noch mehr alte Wälder in Schutzgebiete vielleicht hineinzubekommen, diese Gebiete zu vergrößern, weil ja relativ klar ist, dass was jetzt nicht erhalten wird, kommt so schnell nicht wieder zurück und nicht ohne weiteres wieder in einen solchen Zustand. Ja, gut, dass du Zustand sagst. Wie steht es denn um unsere Wälder in vielleicht Brandenburg, Deutschland oder weltweit? Ich habe gelesen, es gibt zum Beispiel so eine Waldzustandserhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und die haben 2020 gesagt,
Ich zitiere, Schäden haben weiter zugenommen. Das heißt, es sieht nicht so gut aus, oder? Wälder sind weltweit unter Druck. Das ist völlig klar, aus unterschiedlichen Gründen. Während in vielen tropischen Regionen es vor allem die Ausbreitung der Landwirtschaft ist, die Wälder ersetzt, nicht? Und dann die Ausbreitung der landwirtschaftlichen Grenze dafür sorgt, dass Wälder immer kleiner, immer fragmentierter werden. Wenn zum Beispiel gerodet wird, um mehr Fläche zu schaffen für die Landwirtschaft? Ganz genau, ja. Und das sind halt die tropischen Regenwälder, aber nicht nur die, auch die halbfeuchten Wälder, gerade auch besonders stark unter Druck, auch Trockenwälder tatsächlich in substanziellem Ausmaß. Und dann gibt es andere Bedrohungen, die zu tun haben mit der Nutzung, etwa die forstliche Nutzung spielt weltweit eine große Rolle. Teilweise gibt es regulär große Kahlschläge, wie jetzt irgendwie in der Taiga von Russland oder in Kanada im borealen Wald. Es gibt ja die Störung durch Infrastruktur, da spielt der Straßenbau eine große Rolle, der häufig auch eine Menge weitere Folgen nach sich zieht, die Empfindlichkeit von Wäldern steigert. Feuer spielen dann eine Rolle. Ja. Kommen wir vielleicht noch später dazu. Auf jeden Fall. Das ist ein besonderes Problem, aber das ist auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Straßeninfrastruktur, Anwesenheit von Menschen und was sie da so tun, zusammenzusehen. Und klar, dann gibt es jetzt eine weitere Bedrohung, die obendrauf kommt. Und das ist halt die Klimakrise, die sehr, sehr schnelle und sich beschleunigende Veränderung der klimatischen Bedingungen mit verschiedenen Parametern, die da eine Rolle spielen und die alle Wälder weltweit unter Druck setzen. Vor allem natürlich in Regionen, wo die Erwärmung schneller passiert. Das ist tatsächlich zu differenzieren. Und dann gibt es noch eine Verkettung oder eine Verknüpfung, letztlich eine synergistische Verbindung von konventionellen Bedrohungen mit dem Klimawandel, wo wir nämlich sehen, dass da, wo ein Wald schon geschwächt ist, wo irgendwie er mehr im Kontakt ist mit Nichtwald, etwa dadurch, dass rundherum gerodet wurde, Freiflächen da sind, Straßen da sind, wo vielleicht im Wald auch gewirtschaftet wird, stärker eingeschlagen wird, wo es Kahlschläge gibt, da wird der Klimawandel auch noch stärker gegebenenfalls wirken. Und dann ist manchmal nicht so ganz klar, wo kommt es eigentlich her, dass dem Wald es nicht gut geht. Dann sind es Bäume, die betroffen sind. Das muss man dazu sagen. Wir reden immer von Waldzustand. Leichter fällt uns ja, den Baumzustand zu beurteilen. Auch diese Waldzustandsberichte des Bundeslandwirtschaftsministeriums sind nicht wirklich Berichte, die uns erlauben, über den Wald zu urteilen, sondern es werden immer die großen Bäume vor allem betrachtet. Okay. Es sind die häufig Kronen, ne? Ja, und Baumartenzustandsberichte. Letztendlich, klar, die machen erstmal das, prägen das Ökosystem, aber stehen nicht für das gesamte komplexe Waldökosystem. Und ja, dann tatsächlich in Europa sich anschauend, auch sehr differenziert, klar vom Mittelmeerraum bis nach Skandinavien und von den britischen Inseln, wo ohnehin kaum mehr Wald ist, bis in den Osten, ganz unterschiedliche Probleme, ganz stark dann auch differenziert je nach sozioökonomischen Bedingungen, nach der Gesetzgebung und dann im Mittelpunkt von Europa, Mitteleuropa, Deutschland halt. Ja. Mit einem relativ hohen Waldanteil, muss man sagen, zumindest für westliche Länder. Okay. Aber auch in einem überdurchschnittlich schlechten Zustand. Was genau damit zu tun hat, dass der Wald hier stark zerteilt ist, eingebettet ist in intensiv bewirtschaftete Kulturlandschaft und ja, dann auch durch das forstliche Agieren große Waldflächen geprägt sind von Monokulturen, die tatsächlich jetzt dann im Klimawandel besonders leicht offenkundig Opfer werden von Extremereignissen und entsprechend dann jetzt diese Kalamitäten sind auf nicht mehr nur Tausenden, sondern Hunderttausenden von Hektar. Etwa dann zwischen 2018 und 2020 kann man sagen, 7% der Waldfläche geschädigt, 1% praktisch ausgefallen. Das sind schon sehr, sehr große und beunruhigende Zahlen. Was hast du gerade gesagt? Kalamitäten?
Kalamität ist immer so dieser Fachbegriff, genau, das beschreibt, dass da was Miserables passiert ist auf der Waldfläche. Fasst zusammen alles, was da den Wald in seiner Intaktheit beeinträchtigt. Das kann Feuer sein, es kann Windwurf sein, es können massenhafte Insektenfraß sein oder eben tatsächlich Ausfallen von Bäumen durch Dürre und Hitze. Das wäre so der Überbegriff. Gibt es denn allgemeine Trends? Also du hast ja gerade schon gesagt, der Klimawandel wirkt sich erstens von Wald zu Wald anders aus. Es gibt auch verschiedene Auswirkungen. Aber gibt es so allgemeine Trends, was sozusagen mit den Wäldern passiert durch den Klimawandel? Die muss bestimmt differenziert betrachtet werden. Es ist ja auch gar nicht nur der Klimawandel. Das macht es halt unerhört komplex, auch in der Analyse. Was treibt da eigentlich den Wald an? Wir haben ja etwa auch die Anreicherung von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Das ist ja die Grundlage des Treibhauseffekts, was wiederum eine Düngung bedingt von Pflanzen, weil die sich ernähren von CO2. Das heißt, die werden eigentlich begünstigt dadurch. Deshalb gibt es weltweit schon eigentlich einen gewissen Trend des Ergrünens von Wäldern. Das kann man messen mit Satellitendaten, regelrecht feststellen, dass die eher noch mehr wachsen und mehr Photosynthese betreiben über die Zeit. Das klingt ja eigentlich gut. Klingt gut, wobei dann leider dieser Trend nicht ungebrochen ist, der jetzt über Jahrzehnte lief, sondern teilweise abbricht oder sich umkehrt. In dem Moment, wo nämlich tatsächlich andere, in dem Fall tatsächlich klimabedingte Parameter sich verändern. Also übergroße Hitze, aber dann sicherlich immer wieder Trockenheit oder die Kombination davon, Hitze und Trockenheit, sind irgendwelche Maximalwerte, sind aber auch bestimmte Perioden, sprich Verlängerung von Trockenzeiten, überhaupt Auftreten von Dürrezeiten, wo vorher keine Dürren waren und so weiter und so fort. Und das alles zusammen bewirkt dann selbstverständlich eine Schwächung des Waldökosystems. Dann sind auch einzelne Arten stärker betroffen als andere gegebenenfalls und tatsächlich auch häufig genutzte, vorgeschwächte Wälder, das sagte ich ja schon, stärker als welche, die noch völlig intakt sind und eine bessere Resistenz aufweisen. Mhm. Und was passiert dann? Klar, in diesen Wäldern gibt es eine erhöhte Mortalität. Das heißt, es sterben viel mehr Bäume ab, was häufig erstmal auch Teil einer Anpassungsreaktion ist. Die Ökosysteme sind ja komplexe Systeme, die reagieren darauf, wenn sich Umweltbedingungen verändern. Das haben sie in der Vergangenheit auch getan. Das heißt, für manche Arten wird es dann eng, die dann irgendwo nicht mehr vorkommen können. Dafür werden die vielleicht ihr Areal weiter im Norden ausbauen, weil da dann die Klimabedingungen günstiger werden. Dafür kommen andere Arten zum Zuge. Das heißt, die Dynamik nimmt zu. Das ist etwas, was seit vielen Jahren beobachtet wird in Wäldern, gerade auch in Amazonien etwa. Ganz subtile Veränderungen in der Demografie, in der Dynamik, dass mehr Bäume absterben, aber auch mehr jüngere Bäume da sind, also wo man sieht, das System reagiert, versucht sich anzupassen. Und da ist natürlich dann immer die Frage, wie sieht's aus mit der Geschwindigkeit dieser Veränderung? Und diese Veränderungen passieren leider nicht graduell. Das ist irgendwie ganz gemütlich, so irgendwie eine Veränderung des Mittelwerts gibt, sondern es gibt die Zunahme der Extremereignisse. Das heißt, die Volatilität nimmt zu, die Fluktuation, heiße Tage, kalte, Spätfröste nach warmen Wintern und so weiter und so fort. Und das bedeutet natürlich Stress für die Wälder. Und das erkennen wir halt jetzt auch in den jüngsten Jahren, wo es genau so eine Verkettung gab, auch von ungünstigen Verhältnissen. Also der Wald kam nach immer wärmeren Jahren mit nicht einer sehr guten Bodenwasserausstattung plötzlich in diese Extreme, wo dann Dürren auftraten und dann besonders hohe Temperaturen bis 45 Grad im Wald und so weiter. Und dann gibt's natürlich irgendwann Kipppunkte für einzelne Individuen und letztlich dann auch für größere Bestände. Und vielleicht, um ein Beispiel aufzugreifen, kommen wir mal zum Amazonasgebiet. Denn im Zusammenhang mit dem Klimawandel sagt man ja auch, dass Wälder zum Beispiel eigentlich
CO2 ja auch trotzdem speichern. Es gibt jetzt eine Studie, die aussagt, dass aber der Amazonas-Regenwald durch die ganze Abholzung, die Trockenheit, die Waldbrände, genau die Sachen, die du eigentlich gerade angesprochen hast, mittlerweile mehr CO2 ausstößt, als er aufnimmt. Was ja, wenn ich das richtig verstehe, bitte korrigiere mich, falls es falsch ist, aber was ja eigentlich wiederum den Klimawandel auch wieder weiter vorantreibt. Das ist völlig richtig. Das ist besorgniserregend, dass es solche Rückkopplungseffekte gibt, positive Rückkopplung, wo sozusagen die Wirkung eines Problems letztlich das Problem verschärft. Ja. Und da gibt's auch noch eine Menge Unbekannten in den Rechnungen. Das ist auch nicht vollauf gut durchmodelliert, weshalb es gar nicht so leicht ist, ja wirklich gute Vorhersagen oder gute Szenarien zu entwickeln für die zukünftige Klimaentwicklung. Da gibt es schon mehrfach Hinweise darauf, dass die Problematik dann ja ins Rutschen gerät, ja letztlich so ein Runaway Climate in Gang kommt. Das ist der gefährliche Klimawandel, den es halt zu vermeiden gilt, weshalb wir auch über diese Marken da immer reden, 1,5 Grad, 2 Grad, weil immer befürchtet wird, danach gehen so viele Rückkopplungen los, die dann auch mit dem terrestrischen Ökosystem zu tun haben. Es wird ja jetzt stärker diskutiert, Methanfreisetzung im Permafrostboden. In der Tat, die Wälder gehen in Flammen auf, sie vertrocknen, fallen tot um. Und dann ist das Problem, gibt es sogar einen doppelten Effekt, ne? Weil etwa Wälder ja sowohl Speicher sind von Kohlenstoff. Wenn dieser Speicher zerstört wird, wird der gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt im Holz, im Boden und so weiter. Und dann geht auch noch die Senke kaputt. Tatsächlich der Mechanismus, der eher diesen Kohlenstoff aktiv ja aus der Atmosphäre aufnimmt. Ja. So, und was ist jetzt in Amazonien passiert? In der Tat, ja, gibt es da nicht mehr diesen klaren Trend des Ergrünens und des immer stärkeren Aufnehmens von Kohlendioxid, sondern zwei Sachen kommen zusammen. Zum einen viele Waldflächen, die zerstört werden, die in Flammen stehen, diese großen Waldbrände, die bedeuten, es wird freigesetzt, das CO2. Und dann in Kombination die Trockenheit, die Hitze, die dazu führt, dass der Wald stagniert in seiner Produktivität, nicht? Und das ist ja das Erste, was passiert, wenn Bäume Stress haben, dann wird es ihnen vielleicht nicht mehr gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften, was normalerweise passiert. Sie erwirtschaften mehr biochemische Energie, die dann in Zucker, Holz und so weiter gespeichert wird, als sie brauchen für ihre Lebensvorgänge, sondern dann wird alles gebraucht, um nur zu überleben. Ja, ja. Das kann in Extremjahren schlicht passieren, plus Freisetzung, und schon rutscht so ein Ökosystem ja in die Miesen. Tatsächlich wird dann von einer Senke zu einer Quelle. Und wesentliche Beiträge dazu leistet halt auch der Mensch, nicht? Das ist ganz klar, durch die Rodung, durchs Abbrennen, aber ich würde sagen, selbst in Deutschland, wo wir nämlich gerade die Situation haben, dass diese Monokulturen, Fichten, vor allem Kiefern auch, absterben und in dem Moment, wo dann Förster hergehen und diese Flächen kahlschlagen und räumen, ist jetzt auch relativ klar, passiert das Gleiche wie in Amazonien. Werden die Waldflächen zur Quelle von Kohlenstoff, nicht nur aus dem Holz, was sich dann zersetzt, sondern wesentlich auch aus dem Boden. Der Boden ist das größte Problem im Kohlenstoffhaushalt weltweit, weil im Boden mehr Kohlenstoff gespeichert ist als in Atmosphäre und Vegetation zusammen. Und wenn du von Monokulturen sprichst, warum sind die denn da? Ist das der natürliche Wald oder ist das, weil die mal angepflanzt wurden vor XY Jahren? Ja, das ist so dieser Fachbegriff, genau. Kultur heißt natürlich, die wurden vom Menschen angelegt. Okay, ja, einleuchtend. Und Mono heißt natürlich, einfach in dem Falle bezogen auf eine Baumart häufig oder wenige, die dann in sehr monotoner Art und Weise auf Flächen aufgebracht wurden. Was heißt große Flächen, die dann irgendwie bearbeitet werden, gepflügt zum Beispiel, und dann werden da in Reihe und Glied die Bäume hingepflanzt, die alle gleich alt sind, vielleicht auch noch einem Klon angehören oder genetisch noch nicht mal sehr unterschiedlich sind. Okay, ja. Und die dann da alle aufwachsen und dann auch strukturell etwas sehr Monotones erzeugen. Und diese Bestände haben wir aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil die
ja, stetige Industrialisierung von Forstwirtschaft weltweit dieses System bevorzugt, weil Maschinen zum Einsatz kommen, Harvester, die dann da reinfahren und ja, bestimmte Durchmesser dann sehr effektiv verarbeiten können und dann da also mehrere Stämme pro Minute irgendwie zerlegt werden und zerstückelt. Und klar, dann sind die Monokulturen auch Resultat des Aufforstens an sich. Ne? Mhm. Und teilweise gab es schon auch in der Geschichte Momente, wo irgendwie Wald fehlte, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Wälder abgeholzt wurden, teilweise auch als Reparationszahlung und so weiter. Und wo man aufforsten musste, wollte, sich nicht viel Zeit nehmen konnte oder glaubte, sich nicht nehmen zu können. Und da hat man schnell wachsende Baumarten auf die Fläche gestellt. Das sind häufig jetzt genau die Fichten etwa in unseren Mittelgebirgen, die nun ja leider absterben. Und wo man erkennt, dass ja diese Systeme lange Zeit gar nicht schlecht waren für die Wirtschaft, die Forstwirtschaft. Da hat man eine Menge Geld verdient mit Fichtenholz. Aber im Moment ja erleidet dann häufig diese Art des wirtschaftlichen Modells einen Totalschaden. Und wirkt sich der Klimawandel auf solche unterschiedlichen Arten von Wald auch unterschiedlich aus? Also zum Beispiel hast du gerade gesagt, auf Monokulturen, die sind stärker betroffen. Klar, weil der gleiche Baum neben dem gleichen Baum neben dem gleichen Baum steht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch mal Laubwald gegen Regenwald oder Nadelwald oder so aufwiegt? Ja, also diese Monokulturen sind stärker betroffen. Das Problem wird natürlich noch größer, wenn man Bäume auswählt, die vielleicht natürlicherweise gar nicht vorgekommen wären an der Stelle. Ja, und so wurden also etwa diese Fichten gepflanzt überall, weil man die ganz großartig fand, wächst schnell, produziert ein Holz, was super ist zum Bauen von Dachstühlen, Latten und so weiter, billigen Möbeln. Insofern war das ein Anreiz. Ja, und klar, man hat die Fichte gepflanzt letztlich auch in Lagen, wo dieser Baum, der eher kühlere Bedingungen benötigt, schon am Rand war des Areals oder eben gar nicht mehr im Areal. Und jetzt haben sich die Bedingungen verschlechtert, so dass das der Baum jetzt irgendwo steht im Klima, wo es nicht mehr passt. Ja, und dieses Risiko ist natürlich umso größer, wenn wir diese Kulturen haben und nicht einen natürlichen gemischten Wald, wo verschiedene Baumarten drin vorkommen, die auch dann Anpassungsfähigkeit ausmachen. Ne? Also wenn es dann mal wird, gut, dann kommt die eine stärker zum Tragen als zum anderen, dann gibt es mal eine kühlere Periode oder irgendwie. So ist ja die Vielfalt entstanden und ist Vielfalt letztlich ein Teil oder eine Grundlage der Funktionstüchtigkeit und Anpassungsfähigkeit von Wäldern. Kann man dann sagen, je natürlicher der Wald, je ursprünglicher, desto besser ist er eigentlich gegen den Klimawandel gewappnet? Oder kann man das nicht so pauschalisieren? So pauschal darf man es auch wieder nicht sagen, obwohl genau das so pauschal polarisiert in der Öffentlichkeit häufig diskutiert wird, nicht? Weil klar, die Gegenposition zu der Monokultur erstmal der sehr naturbelassene Wald ist, wo wir erkennen, auch jetzt etwa in den letzten Extremjahren, da wo ein gemischter Wald auch alt war und geschlossen, nicht so stark genutzt, ist ja viel besser durch die Krise gekommen. Mhm. Ja, ist auch da trockener geworden, aber viel weniger Absterben. Das heißt, aha, da ist diese Resistenz und Resilienz teilweise auch viel größer. Auch da, wo heimische Baumarten angegriffen wurden, schwer beschädigt wurden, sieht man, selbst Buchen, die tot geglaubt waren, die treiben plötzlich wieder aus. Auch das Teil der Resilienz. Also ja, natürlichere Wälder besser gewappnet für diese Krise. Aber wenn wir natürlich weiter an der Temperaturschraube drehen und diese Erhitzung weitergeht in dem Ausmaß, wie das jetzt passiert, auch sich beschleunigend, kann natürlich niemand nirgendwo mehr dafür garantieren, dass irgendein Wald durchhält. Ne? Aber tatsächlich würde ich sagen, es gibt eine ganze Menge Indizien dafür, dass wenn man jetzt neue Monokulturen einrichtet, um sich vermeintlich an ein zukünftiges Klima anzupassen. Das passiert, wo jetzt irgendwelche nicht heimischen Baumarten aus Nordamerika geholt werden, Douglasien oder so, die sind dann viel besser geeignet, mit Wärme und Trockenheit umzugehen. Vermeintlich kann das sein für eine gewisse Zeit, aber auch die werden dann an kritische Punkte gelangen und als Monokultur auch noch mal schneller. Und da gibt's jetzt auch handfeste Hinweise, auch aus verschiedenen Teilen in Deutschland, wo etwa solche eingeführten Baumarten, Douglasien, amerikanische Küstentannen und so weiter in diesen Extremjahren
auch plötzlich geschwächelt haben oder tot, nicht umgefallen sind, aber abgestorben sind. Ja. Das heißt, man müsste jetzt wirklich vorsichtig sein, nicht die kollabierten Monokulturen durch neue ersetzen, mit, ja, weil man vermeintlich da irgendwie schlauer ist, auch als das natürliche Ökosystem. Ich sehe da große Risiken für diese Bestände. Aber nochmal, wenn jetzt das, was wir in den letzten 3, 4, 5 Jahren so gesehen haben, aber vor allem 18 bis 19, 20 zum Teil, wenn sich das fortsetzt, wenn sich das verschlechtert, wenn im Jahr 2030, 2018 das neue Normal ist, wird's halt immer enger für Wälder. Mhm. Und wenn wir 2,7 Grad, ist völlig wurscht, 2,5, 3, was auch immer global bekommen, dürfte das auch hier in Deutschland ganz eng werden für Wald. Das müssen wir uns klar machen. Und wenn wir gerade über Erwärmung sprechen, passt das Thema Waldbrand auch ganz gut, was du auch schon angesprochen hast. Und dazu habe ich jetzt wahrscheinlich auch wieder so eine typische Frage aus der Öffentlichkeitsarbeit. Aber befeuert der Klimawandel eher die Waldbrände oder verschlimmern die Waldbrände den Klimawandel? Wieder meine Frage, kann man das so pauschalisieren? Ich höre aus der Frage ja schon raus, dass die Rückkopplung ja schon mitgedacht ist. Also beides, ne? Völlig klar. das ist das Problem. Also ein Wald, der stark austrocknet, der unter starkem Stress steht, die Bäume geschwächt sind, vielleicht von verschiedenen Faktoren, Krankheiten betroffen und der dann auch noch großer Hitze ausgesetzt wird, wo dann vielleicht irgendwie viel trockenes Laub dann im Wald liegt und wo vielleicht zusätzlich noch gewisse Nutzungen vorherrschen, irgendwie ganz viel feines Reisig und das Kronendach weit aufgelichtet, so dass irgendwie der Wald sich nicht feucht und kühl hält. Da können dann diese hohen Temperaturen oder erhöhen sie auch das Entzündungsrisiko und können sie dann Waldbrand auslösen, ne? Und das dann auch wiederum umso leichter noch, wenn der Mensch noch mitwirkt, indem er da irgendwie Feuer macht oder ja was auch immer da tut, was jetzt irgendwie, kann Munition sein, Zigaretten etc., den Wald entzündet und dann brennt das leichter. Und dann sind es auch Monokulturen wiederum, wo dann der Wind besser durchzieht und das Feuer durchgeht und bestimmte Strukturen wie so eine Nadelstreuschicht perfekt ist, vielleicht dann noch mit so Gras, was ganz typisch ist, oder so Nadelbäumen, was völlig ausgetrocknet ist und dann gibt's ein Lauffeuer durch den Wald am Boden und wenn es dann sehr heiß ist und das Feuer an Fahrt gewinnt, kann das dann auch zum Kronenfeuer werden und schwere Schäden anrichten. Aber normalerweise sind Waldbrände doch auch ein natürliches Phänomen, oder? Bis zu einem gewissen Punkt. Nein, nicht bei uns. So, okay. Also wir müssen immer differenzieren. Es gibt Waldökosysteme, die sind mit Feuer groß geworden. Da gehört es halt dazu. Das sind Gebiete, wo es starke Unterschiede, starke Saisonalität gibt, ne? Jahreszeitliche Unterschiede, Hitzezeiten, Trockenzeiten. Zum Beispiel? Also in bestimmten Trockenwäldern kommt das vor. In Südamerika auch, wo es dann immer so eine Dynamik gibt zwischen Trockenwald und Savannen, wo das Feuer eine wesentliche Rolle spielt, im Cerrado zum Beispiel. In Savannen tatsächlich ganz bedeutsam dieses Feuer. Es gibt in Australien Trockenwälder, die auch ganz viele Arten aufweisen, die regelrecht vom Feuer abhängen. Ne, das ist dann spannend, wo man erkennt, okay, da muss seit Jahrmillionen Feuer ein ökologischer Faktor gewesen sein, bestimmte Samenkapseln, die sich nur öffnen bei sehr hohen, heißen Temperaturen. Okay. Ja, und wo die Bäume dann genau davon profitieren, dass sie auf den verbrannten, frisch bereiteten Boden fallen können, wo die Nährstoffe gerade freigesetzt sind. Es gibt auch Feuer in den borealen Nadelwäldern, also in hohen Breiten, aber just in dazwischen sozusagen, zwischen Mediterran und Boreal, in unserer Zone der gemäßigten Laubmischwälder gehört Feuer eigentlich natürlicherweise praktisch nicht zum natürlichen Geschehen. Okay. Das ändert sich gerade und ändert sich allerdings vor allem dort, wo wir wiederum leicht brennbare Bäume in Monokulturen hingestellt haben, wie etwa in Kiefernforsten in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Und wie schnell kann sich dann so ein Wald davon erholen? Feuer ist
wirklich sehr spannend als ökologischer Faktor, weil es nicht mit einheitlicher Intensität und Geschwindigkeit über so eine Fläche rübergeht. Ist tatsächlich so ein Diversitätsgenerator auch in gewissem Maße, wo also ja Intensität, Temperaturen ganz unterschiedlich ausfallen. Hängt aber auch dann davon ab, was drauf gestanden hat. Ne? Und wenn sehr hohe Temperaturen erreicht werden, klar, dann wird alles Leben gegebenenfalls ausgelöscht an der Oberfläche und bis sogar unter der Oberfläche. Man erkennt dann auch in diesen Monokulturen, dass richtig das Feuer sich hineinfrisst in die Stubben und in die Wurzeln, die dann mit ausbrennen. Da, also es gibt dann richtig auch über Tage so unterirdische Feuer, die dann dazu führen können, dass auch ein gelöschtes Feuer immer wieder nochmal ausbricht. Und wo ja dann eben je nach Stärke der Schädigung, wenn das Feuer vorbei ist, eine Erholung eintritt mit Arten, die unterschiedliche Strategien haben. Also da gibt's solche, die vielleicht überdauert haben im Boden. Das gibt es durchaus, irgendwelche krautigen Pflanzen, die dann da zum Zuge kommen. Vielleicht überhaupt erst, weil alle anderen Arten weg sind oder weil sich die biochemischen, physikalischen Bedingungen im Boden verändert haben. Oder die Arten müssen neu reinkommen. Und das sind dann solche, die mit Samen haben, die fliegen. Und das sind so typische Pionierbäume, Zitterpappeln, Birken, die dann reinkommen oder tatsächlich eingebracht werden von Tieren. Auch das kommt dann. Wir haben so ein Forschungsprojekt in Südbrandenburg, Pyrophob, auf einer großen Waldbrandfläche, auf zweien eigentlich, in Treuenbrietzen und in Jüterbock, wo wir genau das auch anschauen, wo etwa 2018 ein großes Feuer passiert ist in Treuenbrietzen und wo es sehr bemerkenswert war, wie schnell dann schon ab 2019 tatsächlich jede Menge Arten reinkamen, auch verschiedene Baumarten. Und wo wir jetzt so nach drei Vegetationsperioden sehen, da gibt's schon Bäume, die teilweise, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Zentimeter Durchmesser haben an der Basis, die 3 Meter hoch sind oder höher und wo zum Teil flächendeckend tatsächlich dann Bäume aufgewachsen sind. Insofern ja, diese Erholung passiert und sagt auch etwas aus über diese ökosystemare Resilienz, würde ich mal sagen. Man kann es auch umgangssprachlicher und vielleicht romantischer beschreiben als so eine Selbstheilungskraft der Natur, was viele dann ganz scheußlich finden, aber das ist es ja am Ende tatsächlich, diese Wiederherstellung in einzuleiten. Und wo wir erkennen, etwa auch in Treuenbrietzen, dass die Vielfalt von Baumarten, aber auch von Krautpflanzen und von Tierarten nach so einem Brand nach wenigen Jahren viel höher ist als vorher, vor dem Brand. Okay, was ja eigentlich gut ist. Also ist Feuer auch ein Impuls, ein Stimulans für eine Neuentwicklung. Also es ist natürlich so ein bisschen wie ein Reset-Knopf drücken, so ein Neustart. Und wo das System in der Tat auch eine neue Richtung einschlagen kann, etwa durch die Pionierbäume, die dann Laubbäume sind. Und so kommt man dann gegebenenfalls relativ schnell aus dieser Nadelbaum-brandgefährlichen Situation heraus. In Situationen, wo es nicht so leicht brennt und wo tatsächlich dann auch die Bäume, die dann wachsen, andere Eigenschaften haben, anders auch arbeiten mit dem Standort. Zum Beispiel diese Laubbäume, die dann anders als Kiefern ihr Laub abwerfen am Ende des Jahres und die Laub, das sich leichter zersetzt und wo dann eine Bodenbildung wieder beginnt. Ich könnte noch so viel fragen, aber wir haben uns ja noch ein bisschen was vorgenommen. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, okay, Wald ist so ein großes, umfassendes Thema. Wahrscheinlich können wir eh nicht alles abdecken. Und genau an dem Punkt bin ich gerade. Ich könnte zu jeder deiner Antworten noch irgendwie 10 Fragen stellen. Aber dann ist das heute ein Überblick, sagen wir es mal so. Ist doch gut, ja. Ja, genau. Meine Kollegin Sibylle hat die Frage eingebracht. Und zwar in den 70er, 80er Jahren hat man ja vom Waldsterben durch sauren Regen gesprochen, der zum Beispiel von Abgasen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht wurde. Davon hört man eigentlich gar nichts mehr. Oder vielleicht haben wir nur in letzter Zeit nichts davon gehört. Aber ist das noch ein Problem, saurer Regen? Der saure Regen meint, dass der pH-Wert, also der Säuregrad des Regens, niedriger ist als der normale Niederschlag. Das wird vermittelt durch bestimmte Säuren, die im Wasser unterwegs sind.
die tatsächlich entstehen durch als Folgewirkung der Verbrennung zum Beispiel von Schwefelverbindungen und Stickstoffverbindungen. Ne? Also regelrecht Schwefelsäure und auch die Stickoxide führen dazu, dass es sauer wird. Und das war ein gigantisches Problem in Europa, aber auch in Nordamerika in den 70er, 80er Jahren tatsächlich, als so richtig die Verbrennung angekurbelt worden war in Fabriken, Verbrennung von ja sehr schwefelhaltiger Braunkohle und Verkehr selbstverständlich, Benzin, wo das alles drin ist und wo es dann diesen Sauregen gab, der ja bestimmte Bäume schwer geschädigt hat, auch da Nadelbäume besonders stark und auch diese Monokulturen schon sehr stark geschädigt waren, wo man schon merkte, das ist was Anfälligeres. Und das hat ja damals geführt dazu, dass man sehr stark reagiert hat darauf, politisch, und ganz massiv investiert hat in die Luftreinhaltung. Mhm. Und dann gingen diese Emissionen zurück von Säuren letztlich oder säurebildenden Schadstoffen. Und dadurch gingen dann auch die Schäden sehr schnell zurück auf verschiedenen Kontinenten, das ist auch in Deutschland passiert. Ich würde sagen, gerade diese Schwefelverbrennung durch Filteranlagen, Katalysatoren und so ist kein großes Problem mehr. Stickoxide sind noch ein Thema und es gibt schon immer noch auch Säure in der Luft und Säureeinträge, aber nicht mehr in dem Maße, dass das ein Haupttreiber ist von Absterben und so weiter. In bestimmten Ländern, vielleicht schon auch länger noch wiederum, in Ostasien ist das mit Verzögerung, in China aufgetreten. Also wir können nicht sagen, saurer Regen ist komplett verschwunden, aber das Problem ist sehr deutlich reduziert. In dem Fall tatsächlich durch den Einsatz von Technologie. Eine andere Sache ist der Biodiversitätsverlust. Ist das auch eine Bedrohung für die Wälder oder ist das so eine Frage wie vorhin? Bedingt sich eher das oder das oder? Biodiversität ist halt nicht eine weitere Eigenschaft von Wald, sondern Biodiversität ist eine Grundlage der Funktionstüchtigkeit von Waldökosystemen. Ja, ist halt über die Zeit die Vielfalt von Lösungen umzugehen mit den Herausforderungen des Lebens in einem System und der ist tatsächlich im Laufe der Evolution stetig angewachsen, so dass wir sagen können, unsere Wälder heute sind viel diverser als etwa Wälder im Karbon, ne, oder in früheren Zeitaltern. Es sind viel mehr Arten beteiligt, es ist viel mehr genetische Diversität beteiligt und diese Vielfalt, die Biodiversität, das sind auch halt nicht nur unterschiedliche Bäume, das wird dann häufig auch irgendwie gedacht, oder irgendwie unterschiedliche Tiere, sondern es ist auch diese Vielfalt der Interaktion zwischen den Arten, wo es im Laufe der Evolution auch immer mehr Formen gab, dieses Zusammenwirkens. Früher kann man sagen, haben die einen die anderen aufgefressen oder die einen den anderen Konkurrenz gemacht und im Zuge der Evolution ist Kooperation viel bedeutsamer geworden, Symbiosen, was immer noch auch erforscht wird oder wo eigentlich ständig neue Entdeckungen kommen, dazu, wie diese Symbiosen letztlich zu dieser Integriertheit vom Gesamtsystem beitragen und dann mit natürlich auch zur Resistenz und zur Resilienz, wo wir erkennen, Mikroorganismen, Bakterien, die arbeiten da ganz heftig zusammen mit den Bäumen und die Pilze sowieso und da gibt's etwa unter den Mikroorganismen richtig so ja Kohorten, gewisse ja, funktionale Einheiten, die ganz relevant sind im biochemischen Geschehen. Es gibt Mikroorganismen, die eingreifen in die Physiologie von höheren Organismen, irgendwie nicht Bakterien, die da Trockenheitsresistenz vermitteln und so weiter. Und insofern, wenn man das nur so anfängt aufzuzählen, man braucht gar nicht über Bestäubung reden und Ausbreitung von Samen und Früchten, ist klar, dass diese Biodiversität wesentlich verantwortlich ist dafür, dass das große Ganze funktioniert und widerstandsfähig ist gegenüber Störungen und auch Anpassungsfähigkeit vermittelt. So, und jetzt Kurve zurück. Biodiversitätsverlust ist ein gigantisches Problem, was irgendwie bekannt ist, aber halt irgendwie nicht so aus der Nische kommt, wo man denkt, so ja, Naturschutz, Arten auch schön zu haben, aber
klar, es ist eben viel mehr, als dass jetzt einzelne Arten stark betroffen sind, schrumpfende Populationen haben, jetzt irgendwie ein Eisbär, wo es dann zum Greifen klar wird. Ja. Aber letztlich in allen Ökosystemen weltweit wir einen Schwund haben von dieser genetischen Vielfalt, auch von Biomasse. Teilweise sind die Arten noch da, aber nur in ganz geringem Ausmaß, mit ganz kleinen Zahlen. Das heißt, dann brechen die Funktionen weg. Bevor Arten aussterben, kommt es zum Erlöschen von Prozessen und ökologischen Funktionen. Und das ist ja bedingt durch alles, was wir ja schon betroffen haben. Diese Fragmentierung, Zerschneidung, stoffliche Belastung mit, ja, Belastung von Ökosystemen mit Stoffen, die sie gar nicht kannten, ne, irgendwelche synthetischen Stoffe, Pestizide, ja, und so weiter und so fort. Und das passiert im Hintergrund gerade nicht so leicht feststellbar, wie wenn der Sommer so heiß wird wie noch nie. Ne, also da fehlen uns irgendwie die Extreme. Und in der Kombination ist das enorm besorgniserregend, dass wir letztlich ja an allen Schrauben gleichzeitig drehen, also einmal die Stressoren vergrößern, gleichzeitig die Teile, Komponente, Teilsysteme zerstören, die ja nun die Funktionstüchtigkeit des globalen Ökosystems ausmachen. Also die Lage ist schlecht und ich finde selbst auch immer wieder verstörend, wenn wir dann feststellen, in einem Land wie Deutschland, wo der Zustand der Ökosysteme nicht gut ist und nicht gut, ja, war, dass, ja, auch hier immer noch Luft nach unten ist, nicht? Und wo man feststellt, also obwohl wir irgendwie jetzt ja die landwirtschaftliche Fläche nicht ausgeweitet haben und Schutzgebiete haben und Wälder und so weiter, dass dann etwa, ja, Arthropoden, Insekten, Gliederfüßer zusammenbrechen, einbrechen, wir da Rückgänge haben von 30-40%, selbst dann in noch naturnäheren Ökosystemen, ja, in Bezug auf Arten und Biomasse. Insofern ist das sicherlich ein großes und bislang durch die Öffentlichkeit unterschätztes Problem. Wusstet ihr eigentlich, dass wir, also das Querfeldein-Netzwerk, nicht nur den Querfeldein-Podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört, sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem RBB arbeiten? In den Fruchtfolgen fragt RBB-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen, wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch wer es ernten wird oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt. Was denkst du denn mit dem ganzen Wissen, was du jetzt hast und auch mit dem Wissen um die Zukunft? Oder mit den Berechnungen oder Modellen. Wie denkst du, sehen denn unsere Wälder in 20 Jahren vielleicht aus oder in 100 Jahren? Ist eine Frage, die ich in den letzten Jahren sehr häufig beantworten musste. Und dann ist es immer nicht so befriedigend für die Fragenden oder die JournalistInnen, wenn man sagt, na ja, das kommt drauf an, was passiert in den 20 Jahren. Tatsächlich ist das Risiko sehr groß, dass wir das Ausmaß der Veränderung unterschätzen. Ne? Und okay, da brauchen wir, glaube ich, nur mal bitte auf den Wald schauen, gerade noch mal zurück, Film zurückdrehen, um 10, 15 Jahre, als wir in Deutschland, in Brandenburg, überall heftig diskutiert haben, den Klimawandel. 2003 war so ein Extremjahr, Jahrtausendsommer. Der war so heiß, das durfte gar nicht sein. Oder ich glaube, ich erinnere mich, ja. Einmal in 1000 Jahren. Ne? Und ja, inzwischen wissen wir, okay, 18, 19 hat's übertroffen. Da haben wir dann viel diskutiert und ja, verschiedene Szenarien, konnten uns das aber wahrscheinlich alles nicht vorstellen. Und dann waren die Sommer wieder mal ein bisschen kühler und feuchter und dann hat man das vergessen. Und dann in der Forstbranche hat es Leute gegeben nach der letzten Waldinventur, die dann sagten, dem Wald geht's super. Ja, also der ist gesund, der entwickelt sich und da gibt's immer mehr Holz, großartig. Und das ist dann noch vor wenigen Jahren so gewesen. Ja, einige Stimmen bis 2016, 17. Und es hat
keine Modelle gegeben, keine Wissenschaftler, die gesagt haben, aber ab 2018, da wird das dann flächig zusammenbrechen. Und da haben wir Landschaften, die von braunen Bäumen geprägt sind, jetzt wie in Nordrhein-Westfalen oder so. Insofern wäre ich sehr vorsichtig, wenn irgendjemand längerfristige Vorhersagen macht, ja, weil das Gefährliche und Blöde in den Ökosystemen sind diese Kipppunkte, diese nichtlineare Veränderung und die Reaktion auf Verkettung von mehreren Faktoren, die zusammenwirken, ne, worüber wir gesprochen haben. Ja. Insofern kann ich nur sagen, was ich mir wünsche, das ist aber auch etwas, was wir beeinflussen können noch. Ja, wenn wir jetzt die Landschaft gescheit steuern, dass wir auch in einigen Jahrzehnten noch resiliente Ökosysteme haben, die reagieren, die sich anpassen, die sich selbst organisieren, selbst regulieren, wo es im Wald dann kühler ist als außerhalb, wo mehr Wasser gespeichert wird, wo Dürrezeiten besser überstanden werden. Und das heißt aber dann auch, dass wir dem Wald das erlauben müssen. Ja, und da mache ich mir gerade Sorgen, wenn wir jetzt auch in Panik angesichts der Veränderungen und Schäden, die auftreten, noch stärker reingehen auf die Flächen und mit mehr Maschinen da den Boden stärker bearbeiten, pflügen, pflanzen, Kahlschläge anrichten, dass dann gegebenenfalls die Szenarien, die Prognosen nicht gut sind. Okay, ja, ich verstehe, dass du aber auch nicht konkreter werden kannst. Nee, es ist nicht seriös. Und es ist gefährlich, wenn man glaubt, sich ein zukünftiges Klima vorstellen zu können, an das man sich jetzt anpasst. Ja, das ist Teil des Diskurses im Moment auch in der Forstwirtschaft. Deswegen werden ja dann Baumarten eingeführt. Wir passen den Wald, machen den klimafit. Da gibt es jede Menge Adjektive, die so eigentlich gar nicht gehen. Klimafit, klimaresilient und so weiter. Um Himmels Willen, welches Klima meinten wir nochmal? War es das von 2030 oder das von 2050 oder das von 2100? Ja, und Bäume haben einen Nachteil, dass sie nämlich älter werden müssen, um Bäume wie zu... Wir. Ja, und das ist tatsächlich ein großes Risiko, wo auch letztlich es relativ egal ist, was die Durchschnittstemperatur etwa sagt oder der Durchschnittsniederschlag. Wenn die Extreme sehr ungünstig ausfallen, haben etwa annuelle, also jährlich austreibende, jährliche Pflanzen, Kräuter, Gräser vor allem, haben jede Menge Vorteile. Ja, Gräser können im Sommer einfach mal austrocknen über ein paar Wochen oder Monate und dann sind sie wieder dabei. Und Bäume können das halt nicht. Und das macht Wald sehr, sehr empfindlich im Klimawandel. Und nicht nur bei uns, ne, sondern auch wenn dann das Feuer kommt, dann ist der Wald erstmal verbrannt, sind die Bäume verbrannt. Ja. Das muss uns Sorgen machen und uns immer wieder zur Einsicht führen. Da gibt's nichts zu spielen und zu warten. Ja, es ist Zeit für die Vollbremsung in Bezug auf die Emissionen von Treibhausgasen. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Die Monokulturen wurden beispielsweise teilweise gepflanzt, damit man halt diesen wirtschaftlichen Aspekt hat, damit man immer wieder Holz hat. Jetzt ist natürlich Holz aber halt auch ein nachhaltiger Rohstoff im Sinne von er wächst nach. Und viele sagen auch klimaschonend. Deiner Meinung nach, wie kann man das denn in Zukunft hinbekommen, da ein Gleichgewicht zu finden, also praktisch das Holz für Produkte zu haben, weil Holz halt im Vergleich zu anderen Rohstoffen klimafreundlicher oder nachhaltiger ist, aber halt zur selben Zeit die Wälder praktisch nicht auszurauben oder nicht denen ihr ganzes Holz zu klauen, sag ich jetzt mal so salopp. Ist halt ein Kurzschluss, der uns auch so eingeimpft wurde, vermutlich durch den Sektor der Forstwirtschaft. Holz gilt per se als nachhaltig. Weil es nachwächst, das, denkt man, das, hast du das gerade kommt gesagt, ja zurück. Holz ist nachhaltig, weil es kommt zurück, wächst nach. Was, wenn nicht? Ja. Und das ist halt jetzt eine realistische Gefahr, die nicht mehr theoretisch ist, sondern wo ich weltweit Flächen kenne, wo Entwaldung passiert ist oder nur das Abschlagen von Bäumen und wo halt der Wald nicht mehr in Gang kommt. Der wächst einfach nicht nach. Wächst nicht nach oder nicht mehr so schnell. Na, und das können Kahlschläge sein, gigantische Kahlschläge im borealen Wald von Russland. Das sind Gebiete, in denen ich mich lange aufgehalten habe, irgendwie in Andinen-Trockentälern. Das können Waldgebiete sein, wo es gebrannt hat in Kalifornien, wo die Bäume erst weg sind, zweitens dann durch Regen Erosion passiert ist, die Böden weg sind. Ja, wir brauchen nur in den Mittelmeerraum schauen. Ja, da haben die Römer und Griechen vielleicht auch gedacht, das ist ein nachhaltiger Rohstoff.
Ja, die haben das Wort, glaube ich, damals ja noch nicht geprägt, aber die haben einfach die Bäume weggeräumt und dachten, da irgendwo finden wir schon immer noch Holz. Und dann haben sie das System ja so runtergefahren, dass es über Jahrtausende nicht mehr in Gang kommt. Ne? Verkarstete Landschaften oder andere Regionen. Wir könnten nach Guatemala schauen und über die Mayas reden und so weiter und so fort. Und wir könnten auch ins Sauerland gucken. Und auf Kahlschläge, wo eben seit Jahren irgendwie diese Bewaldung nicht mehr passiert. Wir könnten nach Treuenbrietzen schauen, wo die eifrigen Förster teilweise Kiefern gepflanzt haben nach dem Waldbrand und die dann innerhalb von Monaten abgestorben sind, weil es denn einfach zu heiß und zu trocken war. So, also das müssen wir gerade noch mal auf uns wirken lassen. Wir müssen mal davon ausgehen, Wald hat nicht diese Erneuerungsgarantie. Ne, das galt immer und das ist vorbei in der Klimakrise. So, und dann gibt's ja klar die Beobachtungen, die uns zeigen, dass Wald sich selbst verbessert. Habe ich schon gesagt, ganz am Anfang. Arbeitet mit seinen eigenen Standortbedingungen, baut Boden auf, verbessert die Wasserspeicherfähigkeit im Boden, erzeugt ein Mikroklima, was die Verdunstung herabsenkt und so weiter und so fort. Und das passiert aber ja selbstverständlich nur durch die Arbeit mit dem Material des Waldes. Das heißt, was kühlt denn im Wald eigentlich? Naja, Holz. Ja, das sind die Bäume, die Schatten spenden. Das sind die Strukturen, die Strahlungsenergie aufnehmen und umwandeln. Das sind die Strukturen, die Verdunstungskühle erzeugen. Es ist die Masse tatsächlich auch der Bäume und alles, was Kohlenstoff gebunden hat, was Wasser wiederum bindet, was sich langsam erwärmen kann, so dass Wärme richtig abgeführt werden kann. Ja, also weil Boden und Bäume sich langsam erwärmen und dadurch Temperaturspitzen nehmen. So, wir erkennen also, Wald kann sich selbst kühlen, kann extrem Spitzen wegnehmen, aber nur, wenn er Wald ist, wenn er eine gewisse Biomasse hat. Und das ist halt die interessante Frage, oder ich würde sagen, komme ich zum Schlussfolgerung, je heißer es wird, desto mehr Biomasse braucht der Wald für sich selbst, um nämlich Funktionen am Laufen zu halten, die mit mikroklimatischer Regulation und mit Wasser Haushalt zu tun haben. Das heißt, diese Nachhaltigkeit der Förster, ne, so viel Ernten wie nachwächst, muss da nochmal auf dem Prüfstand. Ja? Oder allemal müssten wir das eigentlich ständig anpassen. Weil das, was geerntet werden konnte im Jahre 1713, vielleicht nicht die gleiche Menge ist wie 2013 oder 2030. So, und das ist jetzt ein Problem, das sehe ich ein. Ja, mit der Nachricht, dass wir in der Welt, die eigentlich eher nach mehr Holz ruft und schreit. Ja, man merkt es ja gerade, es ist keins verfügbar. Nicht? Weil es sehr viel mehr Menschen gibt, die Holzprodukte nutzen wollen. Zweitens, weil es immer mehr Ideen gibt, was man mit Holz alles tun könnte oder sollte. Eben die Substitution von fossilen Energieträgern, Substitution von Materialien für deren Erzeugung, die fossilen Inputs nötig sind, etwa Stahl, Glas und so weiter oder Beton, Zement. Ich sehe das ja alles, dass das toll wäre, das mit Holz zu ersetzen. Und dann kämen dabei auch noch irgendwie, wenn wir mit Holz bauen, Häuser raus, die ich persönlich auch viel schöner finde als diese Glas, Stahl und Betonkolosse. Ja. Aber wir müssen halt dann vorher noch kurz die Frage klären, wo das Holz wachsen soll. In den Wäldern, die im Moment schrumpfen in ihrem Ausmaß, in den Wäldern, wo die Mortalität sich erhöht, in den Wäldern, wo teilweise schon der Biomwechsel passiert, von Wald zu Nichtwald. Was war da nochmal die Nachhaltigkeit? Ne? Und die Nachhaltigkeit, nebenbei, wenn ich das noch sagen soll, der Förster hat auch nie beachtet, wie Ökosysteme das machen. Nur so viel ernten, wie nachwächst. Ja, ein Wald würde niemals sämtliche Energie verwenden, die er aufnimmt, sondern ein Wald investiert beständig in Speicher und legt sozusagen Kohlenstoffvorräte ab im Boden, teilweise bekanntlich sehr langfristig. Ökosysteme haben immer einen großen Anteil beiseite geschafft. Nur deshalb haben wir heute Kohle, Gas und Öl. Und da ist halt die Frage, was macht das mit der Funktionstüchtigkeit des globalen Ökosystems, wenn wir das aufgeben? Ich glaube, wenn wir diese Frage jetzt noch versuchen zu beantworten, brauchen wir wirklich noch eine zweite Episode. Aber
Kann man was dazu sagen, wie sich die Corona-Pandemie auf die Wälder ausgewirkt hat? Gibt es da irgendwelche Zahlen oder Studien oder irgendwas? Es gab ja kurze Zeit diesen Wunsch, sehen zu wollen, dass die Natur sich erholt, weil irgendwie Menschen zu Hause bleiben und nicht rumfahren und fliegen und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, den Wäldern hat das nicht wirklich viel genutzt. Die Rodungen in den Tropen sind weiter vorangegangen. Teilweise noch stärker als zuvor, wobei ich das jetzt nicht direkt mit der Pandemie in Verbindung bringen will. Und ja, ich glaube, was etwa in Deutschland passiert ist, dass mehr Menschen in den Wald gegangen sind, um sich zu erholen oder irgendwie, wenn sie raus durften tatsächlich und ja auch nicht verreisen konnten, diese Quelle von Gesundheit und Anregung wiederentdeckt haben zum Teil. Und das halte ich ja eher noch für eine günstige Auswirkung der Pandemie. Hoffentlich, dass Menschen den Wert von Natur erkannt haben. Hoffentlich dann auch bereit sind, deshalb sich stärker dafür einzusetzen. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Pandemie etwas, was den Wald deutlich weniger beeindruckt als uns Menschen. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen, was praktisch nicht gut für den Wald ist. Gibt es denn, also was können wir denn tun, um unsere Wälder zu schützen oder zu retten? Oder? Ich denke, es gab eine ganze Reihe von Maßnahmen, die schon immer gut waren für den Wald, auch schon vor der Klimakrise. Das gilt weiterhin. Aber die Notwendigkeit, bestimmte Maßnahmen zu verstärken oder vielleicht auch noch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, ja, die wächst halt jetzt mit der globalen Erwärmung. Und das bedeutet, dass wir erkennen müssen, Wälder sind eigentlich großflächige, kontinuierliche Ökosysteme, die wesentlich auch deshalb stark sind und funktionieren, weil sie ja Verbindungen haben und empfindlich reagieren gegenüber Zerschneidung. Das heißt, wir müssten die Fragmentierung reduzieren. Wir dürfen nicht mehr Wälder zerschneiden, indem wir noch mehr Straßen bauen und Trassen, noch mehr Wege und Rückegassen anlegen. Das muss aufhören, auch im Sinne der Öffnung von Wald, nicht? Also überall, wo wir eine Gasse haben, wachsen keine Bäume. Das heißt, das reduziert die Biomasse. Wir müssen Wälder wieder wachsen lassen, mehr Biomasse auch zulassen auf der Fläche, weil die einfach einen Effekt hat auf mikroklimatische Regulation. Bedeutsam auch für die biologische Vielfalt, die wir zulassen müssen, die abhängt von Strukturvielfalt. Das heißt, Wälder müssen diverser sein, auch in ihrer Struktur. Es muss unterschiedlich alte Bäume geben, Schichtungen, nicht Strauchschicht, Baumschicht und so weiter. Es braucht Makrostrukturen wie das Totholz, ganz bedeutsam. Der Boden ist nun mal die Grundlage von allem, müssten wir wirklich, wirklich viel mehr respektieren als bislang. Und das heißt selbstverständlich auch auf keinen Fall, wenn Wald irgendwo geschwächt ist oder wo Bäume absterben, dann noch mehr drauf rumfahren und den Boden verdichten. Das muss sofort verboten werden tatsächlich. Dieses großflächige Kahlschlagen und Räumen ist im Moment eines der größten Probleme in Deutschland. Hast du ganz konkrete Wünsche vielleicht an die Politik, was jetzt gemacht werden muss? Wenn wir das so wollen, wo wir erkennen, gegebenenfalls brauchen wir eher mehr Wald als weniger und wir brauchen einen reicheren Wald, ja, reicher an Biomasse, reicher an Arten und genetischer Vielfalt, heißt das, dass wir gegebenenfalls weniger Holz nutzen können. Das heißt, wir sollten nicht so sehr alternative Entwicklungsmodelle darauf auf der Idee aufbauen, mehr Holz zu mobilisieren und alles Mögliche noch zu machen, am besten Holz noch zu flüssigen Treibstoff machen, damit wir damit fliegen können. Alles das wurde schon gedacht, schon ausprobiert. Aus Holz kann man Kleidung machen und Besteck und so weiter. Die ganze Bioökonomie hat da die tollsten Vorschläge. Das kann ganz schnell zum Irrweg werden. Ja, also das muss begrenzt werden. Und klar, wenn wir dann mehr intakten Wald haben wollen, ich denke, wir brauchen das ganz dringend, etwa mehr Schutzgebiete, viel großflächiger, wo nicht so rumfuhrwerkt wird, muss es die Möglichkeit geben, auch für Waldbesitzende dennoch damit zu wirtschaften, Geld zu verdienen. Und da gibt es Vorschläge, die liegen auf dem Tisch. Wir haben auch schon sowas erarbeitet für eine Honorierung von Ökosystemleistungen des Waldes. Im Klimawandel
mehr gebraucht denn je, etwa in Bezug auf Kühlung der Landschaft im Sinne von Vermeidung von Extremtemperaturen, Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts. Und dafür muss die Gesellschaft bereit sein, was zu zahlen. Das muss organisiert werden. Da, glaube ich, braucht es jetzt Modelle, dass das funktioniert. Modelle auch, die Waldbewirtschafterinnen erlaubt, gelassener zu reagieren auf Schäden, eben nicht dann da rumzufahren und kahl zu schlagen, das letzte Holz noch zu verscherbeln, sondern dann auch solche Situationen auszuhalten. Und ich glaube, das muss die Gesellschaft dann mitfinanzieren. Die Gesellschaft zahlt schon jetzt sehr viel für den Wald. Tatsächlich, vor allem, wenn der Schaden massiv und groß ist, in den letzten Jahren gigantische Geldmengen mobilisiert worden für den Wald. Und wenn wir die doch halbwegs klüger verwendeten als bisher, nämlich nicht für Maschinen, die drauf rumfahren, schlagen und den Export von Schrottholz nach China, ja, sondern für den Aufbau und die Bewahrung von Böden, dann hätten wir doch schon was gewonnen. Du hast vorhin schon gesagt, dass es in Deutschland sehr viel Wald gibt. Stimmt das? Ungefähr ein Drittel unserer Fläche ist Wald? Das ist richtig. Wobei, die Einschränkung folgen muss. Nicht überall, wo Waldfläche ist, stehen noch Bäume. Ja, da sind natürlich alle Waldflächen eingerechnet, auch wo die Fichten jetzt abgestorben sind oder wo Kahlschläge sind, wo es Rückegassen und Wege gibt. Und noch eine Einschränkung, dieser Wald ist teilweise in irrsinnig kleine Parzellen zerstückelt. Ja, und es zählen natürlich dann Waldflächen dazu, die nur Gehölze sind, irgendwo als Inseln im Offenland. Und von diesem Teil ist aber auch circa die Hälfte Privatwald? Ja. Das ist richtig und in einzelnen Bundesländern sogar deutlich mehr. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat da den höchsten Anteil, 65% mit privaten Besitzern. Können denn diese privaten Waldbesitzer sich in irgendeiner Art, ich sage jetzt mal, vorbereiten? Du hast schon gesagt, es ist nicht so leicht, sich vorzubereiten, denn auf welches Klima bereitet man sich denn vor? Aber was können sie sozusagen tun? Oder müssen sie einfach warten, dass die Politik Regeln, Entscheidungen, Gesetze in Kraft setzt? Ja, es gibt da Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Behandlungsweisen Risiken zu erhöhen oder zu erniedrigen. Ne? Also wer auch immer Wald besitzt, können auch Kommunen sein, sollte halt jetzt viel vorsichtiger sein, viel mehr investieren in Risikomanagement, Streuung des Risikos, definitiv setzen auf die Mechanismen und Strukturen, die im Ökosystem Funktion gewähren. Ne? Und das ist nun mal irgendwie Boden, das ist Wasser. Ja, das heißt, auf keinen Fall irgendwie Wasser aus dem Wald rausleiten, Drainage machen. Und es ist biologische Vielfalt, es ist Strukturvielfalt. Ne? Und das ist aufzubauen. Das ist oftmals, wenn man aus sehr verarmten Situationen kommt, ich meine jetzt biologisch, strukturell verarmten Situationen, erstmal verbunden damit, gegebenenfalls weniger Holz zu machen und damit mit finanziellen Einbußen. Da kommt wieder das Thema zum Tragen, wenn nötig und sinnvoll, halt eine Honorierung von anderen Leistungen, damit das möglich wird. Welche Rolle spielt denn der Konsument? Also ich zum Beispiel. Ich habe keinen Wald, also ich bin kein Privatwaldbesitzer. Ich nutze den Wald in meiner Freizeit. So, was sind sozusagen Dinge, die ich tun kann, um dem Wald sozusagen etwas Gutes zu tun? Eine Botschaft, die der Holz- und Forstwirtschaft nicht notwendigerweise gefällt, ist, dass man dem Wald was Gutes tut, wenn man weniger Holz benutzt. Ja, also jeder Baumstamm, jedes Stück Totholz, was im Wald bleibt, hat da eine Funktion. Wir müssen den Verbrauch von Holz drosseln. Und das gilt ganz besonders für die Verbrauche, die dazu führen, etwa, dass der Treibhauseffekt kurzfristig mit angeheizt wird, etwa wenn wir Holz verbrennen, ja, und dass der Kohlenstoff schnell in der Atmosphäre ist, ist uns überhaupt nicht geholfen mit der Idee, dass er ja potenziell nachwachsen könnte, ja, weil das muss dann erstmal passieren und wird allemal erst in vielen Jahrzehnten dann wieder so sein. Also auf jeden Fall Reduktion von sinnlosem, und jetzt wäre zu definieren, was sinnlos ist, Holzkonsum, allemal kurzlebige Produkte. Wir wussten eigentlich schon immer, sag ich jetzt mal in meinem Alter, seit den 80er Jahren, dass Papierverbrauch zu drosseln ist, dass mehr Recyclingpapier verwendet wird. Und dennoch sind unsere Briefkästen noch verstopft mit großen Mengen von Werbematerial. Das sind so Dinge,
wo Konsumenten einen beschränkten Einfluss haben. Ich bin auch nicht jemand, der irgendwie diese ganze Verantwortung immer auf das Individuum abladen will. Wir brauchen halt wirklich Steuerung und insofern ist das aber, was die Einzelnen von uns tun können, auch politischer zu sein, sich einzumischen, sich für Wald einzusetzen, wenn er unter Druck gerät, wenn noch eine Straße gebaut werden soll oder da noch ein Parkhaus oder irgendwas, ist es einfach nicht mehr so hinzunehmen. Und dann gibt's auch sehr viele Bürgerinnen inzwischen, die sich engagieren in Bürgerinneninitiativen, gerade zum Wald. Und das finde ich schon ganz großartig. Damit möchte ich mich bei dir schon mal bedanken für das super spannende Gespräch. Also wirklich, vielen Dank. Ich freue mich so, dass wir einen Termin gefunden haben. Und meine Abschlussfrage ist dann, weil du vorhin erzählt hast, dass du in Bolivien gelebt hast und da daran beteiligt warst, einen Wald wieder aufzuforsten. Habe ich das richtig verstanden? Oder ihr habt geguckt, ob man den wieder aufforsten kann? Da würde mich jetzt interessieren, hat es denn geklappt? Nein. Insofern ist es keine gute Geschichte für den Abschluss. Nee, aber das hat mich einfach noch interessiert. Ich war da tätig, zunächst als Student noch und dann als auch Dienstleister für die Erstellung von Konzepten just zur Aufforstung und der Zusammenarbeit mit NGOs, mit denen dann diese Aufforstung gemacht werden sollte, in einem Entwicklungsprojekt in den Anden. Sehr degradierte Böden, sehr degradierte Vegetation, ursprünglich war alles mit Wald bedeckt gewesen und es war ein langfristiges Projekt, das hatte 10 Jahre Zeit, da Veränderungen zu erwirken und es wurde da viel angestellt im Sinne von Baumschulen eingerichtet, wir haben uns dafür eingesetzt, dass einheimische Bäume produziert werden, nicht nur Eukalyptus und irgendwie so die 0815 exotischen Arten und es wurde gepflanzt und letztlich war es nicht möglich, die Situation umzudrehen. Das ist das, was ich da gelernt habe. Wenn ein Ökosystem sehr, sehr stark degradiert ist, gibt's auch gegebenenfalls diesen Point of No Return oder die Kosten werden so groß, dass das nicht zu stemmen ist, allemal nicht in dieser armen Region von den Menschen vor Ort, die gleichzeitig gezwungen waren, Brennholz zu sammeln, weil sie keinen Zugang zu irgendwelchen Energieressourcen hatten. Die gezwungen sind, überall wo ein Stück Platz ist und nicht Ackerbau betrieben wird, ihre Tiere weiden lassen. Und wo tatsächlich das Ökosystem, das ich nun seit 1991 kenne und zuletzt 2019 besucht habe, immer schlechter dasteht. Ja, und diese Degradation auch immer noch neue Möglichkeiten der Verschlechterung aufweist. Also das ist etwas, was ich da gelernt habe und was mich schon auch treibt, wenn ich heute auf andere degradierte Ökosysteme schaue. Mehr Hoffnung hat mir eigentlich gemacht, das, was ich an anderer Stelle in Bolivien gemacht habe, was zu tun hatte mit Naturschutz und dem Schutzgebietsmanagement, dem Bewahren von Nationalparks, sehr großflächig, wo Bolivien viel größere Gebiete unter Schutz stellt als Deutschland, irgendwie ganze Nationalparks, die 1,5, 2 bis 4 Millionen Hektar groß sind, unvorstellbar. Und wo es leider aber auch so ist, dass diese Gebiete zusehends auch die letzten Bastionen sind, der biologischen Vielfalt und der Wälder, weil eben dazwischen es auch nicht möglich ist, den Wald zu erhalten. Und auch das ist letztlich ein Ansatz, der nur Zeit kauft, weil da ist relativ klar, auch wenn die Nationalparks so groß sind, können sie als Inseln auch nicht existieren, wenn rundherum irgendwie Wüste ist. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gern. Ich habe mich sehr gefreut. Ist ganz schön lang geworden. Da wirst du ein bisschen schneiden können. Alles, kein Problem, das kriege ich hin.